Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute ein paar Stabi-Übungen zeigen, die jeder Fußballer eigentlich machen sollte, um stabiler im Zweikampf zu werden und natürlich auch mehr Muskeln aufzubauen. Sind auch immer sehr, sehr hilfreich, um sich optimal auf die Saisonvorbereitung vorzubereiten. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Bei dieser Liegestützvariante setzt du deine Hände nicht nebeneinander, sondern versetzt zueinander auf. Achte darauf, möglichst gerade zu bleiben, um deine Brust und deinen Trizeps bestmöglich zu trainieren. Gehe in den Unterarmstütz und hebe deine gestreckten Beine abwechselnd an. Versuche dabei, im restlichen Körper möglichst auf einer Linie und ruhig zu bleiben, um deinen Rumpf zu trainieren. Für diese Bauchmuskelübung legst du dich auf den Boden und streckst die Arme seitlich ab. Dann hebst du deine Beine möglichst gestreckt an und lässt sie abwechselnd zu beiden Seiten abkippen, ohne den Boden zu berühren. Versuche deine Füße dabei anzuziehen. Bei dieser Übung trainierst du vor allem deine hintere Oberschenkelmuskulatur, aber auch deinen unteren Rücken. Gehe dafür in die umgedrehte Plank-Position, hebe dein Becken so hoch wie möglich an und ziehe dann abwechselnd deine möglichst gestreckten Beine hoch. Für diese Übung gehst du in den Seitstütz und versuchst mit deinem Oberkörper und deinen Beinen eine Linie zu bilden. Hebe dann dein Becken an und bewege dein oberes gestrecktes Bein auf und ab. Versuche dabei, die Fußspitze anzuziehen und mit deinem Becken nicht abzusinken, um deinen seitlichen Rumpf zu trainieren. We'll be right back.
diese Bauchmuskelübung setzt du dich auf den Boden und setzt deine Hände hinter dir auf. Nun ziehst du deine Beine in der Luft so weit wie möglich an, um sie dann wieder wegzustrecken. Die Füße berühren den Boden dabei nicht.